Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die mit Anduin. Hallo, grüß euch. Hinter Gittern. Ja, oder ja. Du. Oder wie man es ja, nimmt. Also ich bin näher dem Ausgang. Okay. So, jede Menge Kreischerinnen, ganz was Neues. Ganz was Seltenes. Ich habe mir gedacht, zur Abwechslung laden wir mal ein paar Kreischerinnen ein, dass sie da was tut. Ich starte noch geschwind Zement. Yep. Eisen ist drin, wird geladen, wird ausgeworfen und bla bla bla. Ich komme schon. Ich habe gerade zwei, also eine habe ich erledigt, eine hat sie in den Spikes, die Tipper bei der letzten Aufnahme aufgebaut hat, verewigt und dachte, das wäre es gewesen. Blödsinn, wo klicke ich hin? So. Weil da haben schon wieder die Ecksteine rausgeschlagen bei dem Gebäude. Es ist ja, ich glaube, da hilft keine Medizin. Oh, mhm. So, ich mache mal die Zugbrücke rauf. Ah ja, da drüben. So. Ja. So, die jede ist aber... Menge. Die ist auch erledigt. Sehr gut. Also wenn da jetzt nicht noch eine wo herumgeistert, da liegt auch eine, Alter. Hat sich die auch an den seitlichen Spikes gepiekt? Kann ich runterkommen ohne Team? Ja, also es ist schon wieder einer am Weg. Ja, ich höre schon wieder einer. Ist ja unfassbar. Ich suche, aber sehe nichts. Ja, ich mach mir am besten an die Baustelle. Ah, die wo? Lebt! Wo? Ich fall in die Arena mit dem Hund rein. Alter, was sind das für ihre Aufnahmen, bitte? Oh, scheiße. Die hat sich nicht bewegt, ich schaue sekundenlang hin. Okay. Und wie ich dort stehe, auf einmal fängt die an. Irgendwas ist da mit dem Server, das gibt's ja nicht. Der spinnt heute mächtig. Ach du Kacke. Okay, da laufen jetzt natürlich jede Menge Arschlöcher rum. Es liegt der ganze Dreck da unten. Alter. Und ich bin wieder drüben, ne? Ja. Oh. So. Muss ich mich. Ich laufe nach unten und baue mich rein. Ah, bei Erscheine beim Bett steht man irgendwo. Erscheine beim Bett ist aber cool. Es macht das Ganze spannend. Ich stehe 100 Blöcke weg von dem alten. Von der alten Base. Achso, gut. Na dann kannst du dich runterbauen. Erscheine beim Bett. Cool. So. Dann. Ich werde aber den Weg über den Norden nehmen. Das heißt, du hast den Hund gehabt? Ja. Einen. Der ist mit mir runter. Okay, sonst waren da keine? Hm? Ja, da waren sicher mehr, aber ich habe es nicht gezählt. Ich habe mich mit dem Hund beschäftigt. Ich habe ehrlich gesagt auch Hundephobie. Der hat mir auch von hinten angefallen, weil ich habe eben sie gerade... Wo bist du denn gestanden? Süd... Ostecke. Dort, wo die Rampe noch aufgebaut gehört. Okay. Da ist nichts. Eine Kreischerin liegt, aber die liegt schon. Das ist bei mir. Oh. Entschuldigung, dass ich immer so ruckelt, aber ich bin sehr schreckhaft. So, ich komme jetzt über die Nordstraße. Okay. Ja, am südlichen Ende steht also ein Chemietyp. Der liegt. Schon wieder einmal. Die Dinger kriege ich Aggressionen.
So, hoffen wir es dann da. So, müssen wir mal den Rucksack holen. Vielleicht kommst du von unten dazu. Kommt drauf an, wie du liegst, ne? Wir haben ja gesehen, dass man das lüften kann. Zwischen den Gitter. Wo bin ich da? Und da bin ich ans Zug. Ah, da, ja. So, jetzt schauen wir mal, wo der dämliche Rucksack liegt. Wir konnten die ja looten, die Zombies von unten. Da drin liegt er. An der Südostecke. Okay, den sollte von unten erreichen. Ich arbeite weiter an dieser Rampe, gell? Ja, ich gebe dir. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch bis zum Abend. Netterweise. Da nicht. Hä? Wo ist er jetzt? Da. Da müsste er wohl sein. Ah, da. Kommst du dazu? Ja. Cool. Und weiter geht's. Eigentlich wollte ich am Vormittag des Tag 20 nur kurz Rampen aufbauen. Ah ja. Ja, ist so. Ist so. Halb so wild. Ich hätte was essen sollen. Ich habe aber nichts dabei. Dumm gelaufen. So. Trapp, 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 trapp. Ich höre dich schon die Leiter raufkommen. Jui. Sieht so weit los wie immer. Wenn das dann weg ist, kann ich da auch gleich was machen. Ich hoffe jetzt, dass ich mal rüberwandel. Oh, jetzt sagen wir doch, da steht der nächste. Bitte, ein Verfolgungsmann. Hast du mich gesehen und gedacht, ich bin eine Schreierin? Oder wie? Ja. Ja, außerhalb der Aufnahme kreischt die Tibra immer so. Nein. Aber sie läuft im weißen Nachthemd herum. Nein, auch nicht. Nein, auch aber dunkle nicht. Haare hat. Ja, das stimmt. Ich kreische nicht. Nein, überhaupt nicht. Warum komme ich mir gerade ein bisschen? Nein, mit deiner Stimme geht das gar nicht. Ja, du hast keine Kreischstimme. So. Da wäre das mit dem weißen Nachthemd leichter zu realisieren. Ja, wenn ich eins hätte. Ja, sehr geil. Das braucht man nur kaufen. So. Ja, das wird ein riesiger monotoner Tag. Ja, ich habe mir gedacht, damit wir ein bisschen was zu tun haben, baue ich da ein paar Stahlbetonblöcke auf, die wir wieder wegbauen können. Ja, ich bin kurz drinnen, was essen. Das ist so die Freizeitbeschäftigung. Man setzt so einen Klotz Stahlbeton hin und dann baut man wieder auf. dann klopft man ein bisschen drauf, ne? Also ich glaube, die Eisenspitzhacke, sie würde zwar noch ein bisschen gehen, aber nein, zerleg sie. Das hat keinen Sinn. Und so. Irrsinnig schnell.
Naja, da geht schon was weiter. Ja, da schlagt der 500 Punkte auf einmal weg. So. Ah ja, ich glaube, ich sollte da mal was essen und trinken. Ja, ich bin auch gerade dabei. Nicht, dass du den nächsten Tod stirbst. Nein, nein. So. Das legen wir da zu, ja. Die Antibiotika haben wir die mit, glaube ich. Das wird dann, ne? Ja, Potassium. Ich komme mal los raus wieder. Ich habe gegessen. Ich bin so schreckhaft. So, du kannst dann nämlich beginnen, die Specs zu draufsetzen. Ah, okay, dass die schon mal drauf sind. Darum habe ich da eben die rein. Nein! Fickt euch! Verstehen Sie sicher. Mal vor, wie so ein Erdmännchen. Ups, rein in den Bau, rausschaut. Gut. Und weiter. Kleines Erdmännchen. Nochmal die am Großglocken. Ja, genau. Ein kleiner Pfeifhase in Yosemite. Haben wir gesehen. Mhm. So. Siehst du, da ist schon wieder irgendwo eine. Die holt Luft zum Schreien. Ist das eine schöne Ab. Schon, oder? Ja, ja, total. Die Abwechslung auch im Video und man sieht grau in grau. Grau in grau. Grau. Ja. So, aber wir haben es gleich. Bauen wir da der Tibra die ab, auf das drauf sitzt. Super. Ständig untergräbst du mich. Eindeutig, zweideutig. So, gleichfalls. Ja, super. Den nächsten anfangen. Ich sitze dafür in der Zwischenzeit des Spikes. Ah, gut, da muss ich wieder Tree handeln. Ist das gegangen auf die Dunkel? So. Voilà. Du passt jetzt auf, gell? Ich mag das. Soll ich aufpassen? Ach so, wegen die Spitzen. Mhm. Klar, zack, krach, tot. Scheiß Dreck! Abwechslung wäre gefragt. Hast du so gesagt? Was? Nein, habe ich nicht gesagt. Dann ist nicht. Ach so, alles ja, grau im grau. Video meinst du, dass nicht alles grau in grau ist, ja. Aber die werden auch grau. Das ist halt ein metallisches Grau. Also bunt wird jetzt deshalb nicht, nur weil du die Arbeit magst. Ich habe eine kleine Bitte an dich. Mhm. Könntest du die nächste Rampe korrekt setzen? Ja, das habe ich mir schon fix vorgenommen. Ja.
drauf. War doch nicht so eine gute Idee. Was denn? Na, das da. Ja, sie kommt. Wo? Von Westen. Ich sehe sie noch nicht. Und ein Hund. Hunde. Nimm die Machete. Ja. Ja, von da auch. Jawohl. Okay, das ist ja abnormal, bitte. Mit der Machete funktioniert super. Da steht auch eine. Das ist. Bin drin. Ich nicht. Geh dann immer raus. Wo bist du? Auf der Rampe. An der wir gearbeitet haben. Ah, okay. Ja, ich mach da auf. Geht. So. Oh, ich super, ich bin infiziert, aber wir haben ja Gott sei Dank was, ne? Ja, ja, Antibiotika, das haben wir alles genug. Alles ausreichend da. So, Scheißköter! Wir haben mal die Dinger da besättigt. So. Wo haben wir das Antibiotikum? Oberste Kiste, ja, für die provisorischen. Dingliches Ding. So, wir brauchen dringend. Da ist der Kopf weg. Jawohl. Lebt ihr noch? Ah, dann kriegt sie noch. So. So, ups. Da sehe ich nicht mehr viel. Ah, da wollte ich auch gerade. Ah ja, da läuft einer im Kreis. Wie schön. Keine Ahnung, wo der Rest ist. Ah, da rüben, Richtung Süden. Ins Gebäude rein. Ins Nachbargebäude. Ja, ja. So, geköpft. Wo bist du? Ich bin draußen. Okay, ah, ich wollte gerade. Nicht schrecken, ich komme nach. Ja. Und hoch mit dem Zeug da. Also die Machete wirkt wirklich bei Hunden. Ja, ja. Ich liebe sie. Aber wenn es blutest, ist das alles. Ja. Sind sie im Gerichtsgebäude noch? Nein, da ist auch nichts. In der Bauruine, ne? Also der eine Hund liegt ja da. Vielleicht sind die alle in die Arena runtergefallen. Ja, dann haben sie es jetzt gut. Ich bin da. Hündchen, ja. Ich habe mich um das Hündchen gekümmert. Ja. So, wie war das mit Abwechslung? Ich rüste da weiter auf. Aber die Holzzacken, die sind da gleich beleidigt. Ja, ja. Die Holzdinger halten nicht wirklich viel. Das ist ja jetzt Stahl, ne, was du. Ja, das Beste vom Besten. Ja, das steht uns in der Arena unten auch noch bevor. Dass wir ja, wir schmelzen ja fleißig ein. Die Eisenspitzen nur mehr abkriegen.
Gleich haben wir es weg, das Ding. Warte, lass mich da mal kurz drauf. Na! Zu daneben kannst drauf. Na, da kann ich nicht zugehen. Ich habe zuerst schon die Spikes geküsst, die vom Hund geflogen bin. Okay, irgendwo ist irgendwas reingestürzt. Irgendwo hat was geflatscht. Zur Bärenverfolgung sagen. Ich schau einmal da. Na, tut sie nix. Okay. So, ich werde das dann fertig anbringen.